Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Es ist Freitag, es ist Q&A-Zeit und wir haben die beiden Q&As von der Drake Interplanetary Dragonfly für euch aufbereitet und übersetzt und spulen die jetzt halt einfach mal hier so für euch ab. Und das gibt's jetzt. Und dementsprechend fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Wie schnell ist die Dragonfly verglichen mit anderen Schiffen? Also momentan wird sich so das Space Combat Mode oder die Space Combat Geschwindigkeit bei 180 Metern die Sekunde abspielen. Die maximale Reisegeschwindigkeit wird bei 300 Metern die Sekunde liegen. Und die besondere Qualität des Schiffs wird eigentlich die Beschleunigung darstellen. Wird nämlich halt ein ziemlich steiler Käfer werden. Richtig, richtig schnell. Also jetzt halt in Topspeed nicht, aber die wird extrem beschleunigen. Ist halt ein Motorrad. So, nächste Frage. Wird die Dragonfly in der Atmosphäre vom Planeten fliegen können, auch wenn sie diese nicht verlassen kann? Oder wird sie am Boden bleiben müssen, wenn sie auf Planeten ist? Das ist nämlich jetzt eine ganz wichtige Information. Das ist wirklich wie ein Gleiter oder wie ein Speederbike bei Star Wars. Sie wird halt schweben, aber sie wird nicht Atmosphärenflug machen können. Dementsprechend halt so Bodenwellen, ähnliches Zeug sind wahrscheinlich gar kein Gleiter Problem. Aber jetzt halt 90 Grad und dann Senkrechtstart ist nicht drin und man sollte auch nicht aus dem Weltraum versuchen, eine Atmosphärenlandung zu machen, weil dann und vorbei ist. Ne? Das hat geklippt. Ja, wunderbar, bei mir pfeift es auch noch. Mhm. Die Dragonfly schwebt ja über dem Boden. Kann sie auch über Wasser und andere Oberflächen schweben? Ja, das kann sie tatsächlich. Das ist jetzt ein anderes Filmzitat, ne? Das ist Zurück in die Zukunft. Ja. Da war das doch mit den Hoverbikes. Sie kann über Wasser tatsächlich schweben, aber man sollte sich halt vor gefährlichen Substanzen hüten, weil die könnten die Flugeigenschaften verändern. Ja, oder das Gesicht, wenn es Lava ist und man fällt rein. So, dementsprechend. Aber man kann halt über alles drüber pesen. Das wird alles ganz großartig. Da freue ich mich echt drauf. Das wird top. So, die Dragonfly hat eine Frachtkapazität von einer SCU. Haha, da lacht das Traderherz. Wird man diese steigern können, indem man den zweiten Sitz gegen Frachtraum, also einen Gepäckträger, austauscht? Tja, dieses Gewicht ist schon mit eingerechnet bei der ganzen Bilanz. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die Satteltaschen jeweils an den Seiten nur 0,25 SCU bieten und der Raum für den zweiten Piloten oder für den Mann dahinter, der Sattel selber, der ist dann für eine Box ausgelegt von 0,5 SCU. Man bedenke, eine SCU, ein Kubikmeter, halber Kubikmeter für den Beifahrer. Oh, stattlich, stattlich. Aber immerhin, ja, es soll ja hier keiner ausgeschlossen werden. Dementsprechend, nö, kann man nicht aufteppern, gibt diese eine SCU mehr, gibt's nicht. Nächste Frage, kann der Beifahrer auch nach vorne schauen? Nee, leider nicht. Der muss nach hinten schauen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber es muss was mit der Fußkonstruktion, der Fußstütze und dem Platz zu tun haben. Aber eigentlich müsste es doch gehen, jemand anderes rum aufzusetzen. Ich hätte jetzt gesagt, das liegt halt einfach an der Game-Mechanik. Wenn der Charakter so rum sitzt, dann ist halt eben da Schluss. Ja, aber kann er sich nicht so einfach aufstehen und umdrehen? Ja, wenn ich halt so mache, so, dann bist du auch weg. Dann sehe ich dich auch nicht mehr. Es sei denn, ich gucke dahin, weil da steht der Monitor. Aber sonst, okay, ja. Gut, ja? Ja, also, das, ja. Nee, kann er nicht. So, die sitzen immer Rücken an Rücken und dann ist halt eben nur in die Richtung zu gucken. Geht nicht. Genau, soweit er den Kopf drehen kann. So, nächste Frage. Können wir die zwei Size-1-Waffen gegen eine Size-2-Waffe tauschen? Ehrlich jetzt? Nö, wir können halt die Waffenslots nicht tauschen, aber du kannst die Waffen tauschen. Aber nur gegen andere Size-1-Waffen, so wie es überall woanders auch ist. Ja, also wann konnten wir Waffenports so, das halt heißt, irgendwie... Ich finde, die sollte Size-3 Mantis Gatling gun tragen. Mindestens halt, ja. So, die kommt dann halt so unterm Sattel so raus. Das ist, Mann, ey, jedes Mal. Okay, wird die Dragonfly ein magnetisches Docksystem haben, mit dem man sie auf andere Schiffe heften kann, damit sie dann halt Huckepack mitfliegen kann? Nein, auch nicht. Gibt's nicht, geht nicht, kein Platz dafür, ist nicht vorgesehen. Gut, wunderbar, schön fluffig, das war einfach. Werden wir sie im Hangar nutzen können, wenn sie flugfähig ist? Das ist tatsächlich noch nicht klar. Also ob man sie im Hangar benutzen kann und ob man vom Hangar aus sie nutzen kann, das ist gerade noch in der in der Entwicklung. Ja gut, aber es ist halt, glaube ich, auch, wenn man sagt, der Hangar ist halt irgendwo Weltraum, okay, wenn der Hangar irgendwo auf dem Planeten ist, dann kannst du die Tür aufmachen und kannst halt losfahren, einkaufen, aber gut, aber im Hangar jetzt mit den Dingen so rumheizen? In der Mall, weißt du, dann fliegst du da aus diesem Tor raus in so eine Mall rein. Das könnte halt schon ganz schönes Chaos geben. Das wäre auf jeden Fall witzig. Aber ich meine, Eddie Gray Cat ist mir teilweise schon ein bisschen zu schnell. Und wenn dieses Ding dann da halt so irgendwie 50 Meter die Sekunde, ich weiß nicht. Aber gut, wir schauen einfach mal. Ja, vor allem, wenn der Hangar halt so ein Turm ist, wo du halt dann rausfliegst, dann fällst du sofort... Oh, holy shit! Entschuldigung. Hervorragend. Also, so. Sie sind sich noch nicht sicher. Es ist aber im Bereich des Möglichen. So, können wir mehr Informationen haben, von welchem Schiff aus wir Dragonfly starten können und von welchem nicht?
Da gibt es tatsächlich eine ganze Liste und drei Gruppen, die sie jetzt schon mal definiert haben. Da gibt es die erste Gruppe, wo Dragonfly auf jeden Fall reinpassen und das wäre... Nee, nicht reinpassen, sondern von starten können. Starten da gibt können. Es ja, nein und vielleicht. Und starten können eine Dragonfly, also von diesen Schiffen, Caterpillar, Freelancer, Constellation, Starfarer, Retaliator, aber nur die mit dem Frachtmodul und eine Idris P oder M. So, dann gibt es halt die Schiffe, von denen keine Dragonfly starten kann. Eine Avenger und eine Reliant. Voll die Überraschung. Und dann gibt es die Vielleicht-Schiffe, wo sie es noch nicht genau wissen. Das ist die Cutlass, die Carrick, die Merchantman, die Reclaimer, die Orion, die 980 Jump, die Hull C, D, E, die Crucible, die Javelin, die Endeavor und die Genesis. Die Starliner Genesis, genau. Und was ist mit der 300i? Tja, und wo ist die Hornet? Keine Ahnung, stand nicht drauf. Wir gehen mal davon aus, dass das nicht möglich sein wird. Also wenn ich einen Frachtcontainer einbaue in die Hornet, die Starliner, da kann ich auch meine Dragonfly reintun. Kann ich auch gehen? Muss da vielleicht gehen? Bitte, bitte? Nein, geht nicht. Nein. So, von einem Fighter kann man keine Dragonfly starten. Gibt's nicht. Im Moment ist die Masse des Schiffes noch gleich der Merlin, wiegt also 6 Tonnen. Stimmt das? Nein, das war tatsächlich im alten Konzept verortet, die Information. Tatsächlich ist das Gewicht jetzt auf 1 Tonne begrenzt worden. War auch ein bisschen unrealistisch. Pff, ganz schön fette Libelle, würde ich sagen. Die war aber auch wesentlich größer vorher. Ja. Dementsprechend, sie entschuldigen sich dafür die Verwirrung, sie haben das Ding wesentlich kleiner gemacht. So, nächste Frage. Muss die Dragonfly auf einem Kapitalschiff in einem richtigen Liegeplatz stehen oder kann man sie auch einfach so im Frachtraum parken? Also, sie haben sich überlegt, dass sie vielleicht so eine Art Transportbox, oder wie heißt es eigentlich, Carport? Nee, wie nennt man das? Das sind so Boxen. Nee, das ist eigentlich ein reduzierter Stellplatz. Also quasi einfach so ein kleiner Bereich. Paar Linien auf dem Boden, wo der Greycat stehen kann. Ob sie sowas für die Dragonfly machen, dann wird sie aber im Compact-Modus sein, muss eingeklappt sein und dann kann man sie da hinstellen. Sie gucken sich halt eben auch die Transportmöglichkeiten an, halt wie man solche Schiffe halt so in Transportboxen halt eben, wo man die hinstellt, damit man die besser verladen kann. Solche Schiffe werden aber natürlich, wenn sie so eingepackt sind, nicht sofort flight-ready sein. Das ist ja irgendwie auch klar, dass man die halt eben erstmal auspacken muss und dann halt irgendwohin aufklappen und so weiter. Und das ist nämlich der springende Punkt, wenn du das Ding wirklich ausfalten willst, also vom Compact-Modus in den Deployed-Modus oder Action-Modus oder ich fliege jetzt mal los-Modus, dann brauchst du ein bisschen Platz. Und dafür brauchst du auf jeden Fall einen vollen Liegeplatz. Einen Standard-Liegeplatz sozusagen. Genau. So, und jetzt die Preisfrage, die uns wirklich alle umtreibt. Wie wird die Dragonfly sich denn fliegen? Tja, von dem Flugmodell her wird sie auf jeden Fall sehr, sehr wendig sein. Hatten wir das nicht schon? Oder ist das gerade ein Déjà-vu-Effekt einfach nur? Ja. Ich glaube, die war auch schon im ersten Blog so eine ähnliche Frage drin, ne? Ja, das passiert immer wieder. Mir ist auch so. Oder vielleicht haben wir jetzt einfach bloß die Fragen beim Durchgehen nochmal gefressen. Jedenfalls wird sie sehr, sehr wendig sein. Bei geringerer Geschwindigkeit und bei höherer Geschwindigkeit wird sie ihre Wendigkeit halt einbüßen. Das ist eigentlich ganz logisch. Und sie wird halt vor allem von ihrem Vorteil her sehr, sehr schnell beschleunigen können. Das heißt, wenn man halt weg muss, kann man dann ganz, ganz, ganz kurzer Zeit die Topgeschwindigkeit erreichen. Genau, von 300 Meter die Sekunde. So, das wird dann wahrscheinlich der Cruise Speed sein. Ist jetzt auch nicht so irre. Ob das Cruise Speed ist oder so eine Zwischenform, ist halt die Frage, ne? Ja, wenn es SCM 300 ist, ist es schon anständig. Aber gut, eine 350R holst du damit auch nicht ein. Ja, nee, das gut. Reicht nicht. Bleiben wir gespannt. So. Kann man die Dragonfly im Compact Mode fliegen? Ja, natürlich kann man das. Das geht auf jeden Fall. Aber dann wird sie nur im Precision-Modus bleiben. Das heißt, es ist wahrscheinlich dazu da, um halt so eine Kiste oder so eine Bucht, so eine Ladebucht zu verlassen, dass man halt dann dorthin fliegt, wo man es halt ausfalten kann. Genau. Das also halt man tragen die ganze Zeit. Na, auf der Javelin erstmal raus aus dem Cargo-Hold und dann halt erstmal rennen den Hangar da ausfalten, dann kann ich halt irgendwie weg. Genau. So. Das macht ja irgendwie auch Sinn. So, super Frage, hat mich wieder sehr gefreut. Wird man mit der Dragonfly was abschleppen können? Zum Beispiel Loot, was ich gefunden habe? Tja, das ist jetzt halt wieder so eine typische Frage, aber es gibt eine Lösung dafür. Man kann sich eine Traktorstrahlpistole kaufen, die dann halt der Pilot in der Hand hält und dann kann er Objekte hinter sich herziehen. Nur oder bei geringer Fahrt, ja. Also du wirst halt eben dann wahrscheinlich im SCM halt durch die Gegend runden und dann oder halt Precision so Mode, genau. Also ein Precision Mode wahrscheinlich sogar nur und dann halt so über die Schulter irgendwo der Beifahrer halt so macht das dann von hinten und dann kann man was so ein bisschen durch die Gegend manövrieren. Schnappt sich einen Brocken oder einen Ball Turret und den zieht man dann halt zur Cutlass rüber oder sowas. Ja, wenn überhaupt. Aber das ist jetzt halt nicht, dass du denn da jetzt halt hinten eine Anhängerkupplung dranhängst so und dann fliegst du, weiß ich nicht, so mit 30 Metern Frachtcontainer. Das wird halt eben nicht funktionieren. Aber zum Bergen jetzt zum Beispiel von Personen könnte man es benutzen mit dem Traktorstrahlpistolen. Vielleicht geht das. Ja, zum Rausziehen. Ja, möglicherweise. Aber da kommen wir halt eben noch später zu. Oder nee, da waren wir sogar schon. Oder genau, nicht? Aber was ganz wichtig ist, keine Schleppvorrichtung. Es ist keine Schleppvorrichtung geplant, kein Seil, keine Aufhängung. Das gibt es halt nicht. So, nächste Frage. Wie viel Sprit schluckt eine Dragonfly? Also sind die eher für kurze Strecken gedacht oder kann man damit auch längere Strecken machen?
Also die Sache ist so, dass sie tatsächlich von der Verbrauchsmechanik oder ich sag mal von dem, was Schiffe verbrauchen im Spiel, das ist wirklich noch im Balancing-Prozess, ist noch gar nicht klar, wie viel das jetzt sein wird. Aber man ist auch vor allem beim Reisen begrenzt dadurch, dass man in der EVA Lebenserhaltung des Anzugs halt nur eine begrenzte Zeit hat, mit der man reisen kann. Und das schränkt halt schon die Distanzen ein, gewaltig. Genau, also Planetenoberfläche wird halt eben gut gehen, also wenn es eine atmbare Oberfläche hat, eine atmbare Atmosphäre, atmbare Oberfläche, soweit kommt es noch. Aber ja, sonst ist es... Also man ist im Grunde an den Sauerstoff vor allem gebunden. Da, ja, wo es Sauerstoff gibt, kann man weiterreisen. Wenn man auf das Lebenserhaltungssystem des Anzugs angewiesen ist, dann ist man halt an die Zeit gebunden, die man halt Sauerstoff hat. Genau, weil die Luft wird dir eher ausgehen als der Sprit. Genau. So, nächste Frage. Da steht, man wird scouten können. Was genau ist damit gemeint und gibt es Spezialequipment dafür? Tja, da haben sie schon wieder viel zu viel gesagt. So, also Scouting heißt hier, es gibt keine Extras, kein Spezialequipment, es ist keine spezielle Version des Schiffs, es ist einfach nur so, dass die Eigenschaften von dem Schiff dafür geeignet sind, weil es nämlich schlecht aufzuschalten ist. Weil schlecht aufzuklären, die ist winzig klein, genau, und ist sehr schnell. Und die Signatur ist unauffällig. Das Schiff, ja, ist ein unauffälliges Schiff, du kannst dich damit wahrscheinlich anschleichen, du fällst nicht auf in einem großen Frachtverkehr, sage ich jetzt mal, zwischen größeren Schiffen. Das ist die Scouting-Eigenschaft. Na, auch so, im Asteroidenfeld findet man halt jemand auf irgendwie so zum kleinen Metallkörper. Also ja, 1x3 Meter oder so, den findest du ja nicht. Du siehst ja die Leute im EVA schon nicht und so viel größer ist das Ding nicht. Also insofern, das ist halt die... So eher Vorteil für Kommandounternehmen, die sich anschleichen wollen beispielsweise. Zum Beispiel, du sollst nicht immer so viel verraten. Entschuldigung. So, wird es eine Art Notausgang geben? Kann es sich abspringen, wenn es brenzlig wird? Weil Drake hat ja keine Schleudersitze. Wie sage ich das jetzt freundlich? Das ist ein Motorrad. So, da ist rundherum nichts, alles offen. Loslassen würde helfen. Und das ist tatsächlich auch die Antwort. Ja, Fahrer wie Beifahrer können jederzeit sofort abspringen. Da ist die Dragonfly halt weg. Aber das ist halt so der Drake-Schleudersitz. Das sollten die eigentlich mit allen so machen. Ja. Weißt du, einfach so vor Deck auf, raus. Raus, ja. Oder man nutzt natürlich den Escape-Pod unter dem Sitz. Ah ja, genau, der ist so groß wie bei der Constellation, der klappt dann unten so auf, der ist auch sehr gewollt. Da muss man reinsteigen dann. Ja genau, das ist halt die übertriebene Zauberkarte. Ja, nee, also einfach abspringen und das ist es dann. Wird die schmale Silhouette und der geringe Energieverbrauch es schwer machen, die Dragonfly aufzuklären? Ich habe schon wieder ein Déjà-vu, ja, aber das ist jedes Mal dasselbe mit diesen Fragen. Aber tatsächlich, so ist es, er hat sich selber beantwortet. Genauso wird es sein, der geringe Energieverbrauch als auch die Silhouette werden das Schiff halt schwer aufzuklären machen. Tipsy-topsy. So, nächste Frage. Wie viel hält der Schild aus? Minimalster Schutz. Ja, wenn du jetzt mal irgendwie einen Streifschuss da abbekommst oder halt vielleicht irgendwie ein Partikel aufschlägt, wird es dich schützen. Aber wenn du jetzt unter fokussiertes Feuer von einem Fighter gerätst, hast du keine Chance damit. Kann man auch kürzer sagen. Nischt. Naja, doch vielleicht zum Glückstreffer. Der wird dann halt absorbiert, aber halt so ein Dauerbeschuss halt nicht mehr. Ja, gut, okay, ich sag nischt. Welche Fracht kann man in den Satteltaschen der Dragonfly befördert werden? Also alles zwischen halt so einem Elefanten und 3000 SCU. Haben wir ja schon gesagt. So. Eine Pottwahl. Ja, genau. Pottwahl würde reinpassen. Mit Wasser. Ja, genau. Und der denkt sich, oh nein, nicht schon wieder. Nein, kleine Objekte wie Ersatzkomponenten oder kleine goldene Alien-Statuetten, wenn ihr die irgendwo findet, halt so, die kann man da so reinstecken. Aber es ist kein verdammter Transporter. So, eine SCU. Bumm, aus, Ende. Da kann man halt nichts Großes reinstecken. Nur ganz kleines Zeug, halt eine Handfeuerwaffe oder ähnliches. Mehr gibt's nicht. Satteltasche für Flickzeug, ne? Falls der Reif mal. Fahrradschlauch. Fahrradschlauch, genau. Fahrradschlauch ginge auch. So, ist die Dragonfly modular und kann mit Spezialequipment für Aufgaben wie Mining, Bergung oder Reparaturen ausgerüstet werden? Willst du oder soll ich? Bitteschön. Momentan arbeiten sie an der Basisvariante und es sind keine Varianten geplant weiterhin. Sie werden aber drüber nachdenken, wenn das Kerngameplay steht und sie eher wissen, was dann Sinn macht. Ich finde es halt echt nicht konsequent. So. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie dann einen Plasmabohrer ranbauen. Ich glaube, es geht darum, dass es halt... Doch. Da kann man eine Constellation draus machen. Weißt du, da kommt vorne ein Bohrer dran und hinten eine Gatling. So, und dann kann ich die Mitte noch spalten und dann fliegt der Arsch halt handeln und die Front fährt dann halt irgendwie meinen. Vielleicht gibt es doch so eine Version da mit einer Liege dran an der Seite. Zu Bergen von Leuten, die darauf schnallen. Ja, oder einem Nachtclub. Anyways, also bisher ist es halt noch nicht ganz klar so, aber sie denken halt drüber nach, was dann halt wirklich Sinn macht. Aber bitte, jetzt stellt euch da nichts zu Großartiges vor, das wird halt kein großartig grundlegend anderes Schiff werden. Eine so. Apocalypse Arms Gatling Gun. Nein. Die kommt also aus dem Sitz rausgefahren, so, weißt du? Nein. Okay, nächste Frage. Wird die Dragonfly ein eigenes HUD projizieren oder wird das über das Mobiglas eingespiegelt?
Also es wird ein Onboard-HUD-System geben und es wird auch die Möglichkeit geben, dass System, ja, dass quasi Meldungen vom Schiffscomputer oder Teile vom MobiGlass eingeblendet werden über das ja, Augmented Reality. Genau, also das hat eben dann auch wieder halt die Zielerfassung so im, in Sichtfeld eingespielt wird, wie im Helm in allen anderen Schiffen auch schon ist. Das läuft ja auch über das MobiGlass. So, und die nächste Frage und die letzte Frage, wenn ich das richtig sehe, ist, hat die Dragonfly irgendwelche Komponenten an Bord, die die Lebenserhaltung unterstützen und die EVA-Dauer verlängern? Tja, das hat es leider nicht. Das ist eigentlich zum Punkt, da hätte ich gedacht, so, da wäre ein Modul zum Nachrüsten eigentlich praktisch. Ich hätte auch gedacht, dass, also zumindest. Also die Kisten an der Seite könnten doch eigentlich mit einer zusätzlichen Sauerstoffaufbereitung versehen sein. Zweimal 0,25 SCU, oh, da wird da wohl eine Flasche reinpassen, dann nehme ich halt einen Schlauch raus und klemme den da ran und dann bin ich erstmal eine Weile safe. Oder Ersatztanks oder halt eine Aufbereitungsanlage, ja, wenn du jetzt alleine drauf sitzt. Ja, wir wissen ja noch nicht, was es da halt eben so für das Gravity Hand-System hat alles gegeben. Es gibt ja halt eben so diese Notfallspritzen und es gibt halt eben auch so Stimpacks und ähnliches. Vielleicht gibt es halt eben auch Sauerstoff und die werde ich dann in diese Ersatzflaschen stecken können. Aber es gibt keine dedizierte Equipment dafür. Ja, dediziertes Equipment an der Dragonfly jetzt selber, die EVA-Dauer verlängern wird. Das ist ein bisschen schade eigentlich, ne? Ja, finde ich irgendwie auch überraschend, aber weil gut. Das wäre sinnvoll gewesen, im Vergleich zu einem Plasma-Bohrer oder einem... Ja, richtig, aber Drake Interplanetary ist halt eben so nur das Nötigste, halt so klein, fies, robust und keine Extras. Dementsprechend halt auch keinen Schlauch für Atemluft. So, liebe Freunde, das war's von uns hier mit den gesammelten Q&As zur Drake Interplanetary Dragonfly auf dem Crash Academy Channel. Und ja, wie immer, halt so liked oder disliked die Episode, wie sie euch gefallen hat oder eben nicht. Und vor allen Dingen abonniert unseren Channel. Das brauchen wir ganz dringend, das mögen wir sehr und wir freuen uns über jedes einzelne Abo. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt. Oder lasst uns einfach ein paar nette Worte da oder quatscht mit uns über Star Citizen oder worüber auch immer. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Oder wenn ihr uns direkt persönlich unterstützen wollt, dann guckt mal bei Patreon vorbei und klickt einfach mal auf den Link. Vielleicht ist da ja was vorbei für euch. Und dementsprechend sagen Weasel und Dose euch jetzt wie immer bis zum nächsten Mal und see you on the flight deck!